Guten Tag, meine Damen und Herren. In diesem Video räumen wir ein für alle Mal mit diesem uralten Argument in Anführungszeichen von Muslimen aus auf, dass im Koran ja angeblich steht, ja, wer einen Menschen tötet, sei es als habe er die Menschheit getötet, wer einen Menschen gerettet hat, sei es als habe er die ganze Menschheit gerettet. Dieser Schwachsinn. Ich habe hier zwei Ausgaben des Korans. Was mich wundert, hier ist es Sura 5, Vers 32 und hier Sura 5, Vers 33. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Man muss aber auch sagen, bei dieser Koranausgabe, da wurden viele Verse einfach rausgestrichen. Wahrscheinlich die brutalen. Ja, das... Okay, ich lese den Vers jetzt einfach mal vor, erstmal aus dem Kleinen. So, der Vers in Gänze lautet, shit, jetzt ist das Ding zugefallen. Der Vers in Gänze lautet, aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels verordnet. Da fängt es schon an. Richtet es nicht an die Moslems, sondern an die Kinder Israels. Also das sind die Juden, die Semiten, das Volk der Semiten ist das. Das haben die wahrscheinlich, da gehen viele Islamgelehrte von aus, dass das aus dem Talmud oder wie das Ding heißt, übernommen wurde, hier rein. Ganz clever. Also aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels verordnet, dass, wenn jemand einen Menschen tötet, es sei denn, da wird das erste Regel-Ausnahmeverhältnis erstellt, es sei denn für Mord an einem anderen, der für Gewalt oder für Gewalttat im Land, so soll es sein, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand einem... Oh, das ist so scheiße geschrieben, voll wie so ein sabbelnder Mongo halt. Ich fange nochmal an. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels verordnet, dass wenn jemand einen Menschen tötet, es sei denn für Mord an einem anderen oder für Gewalttat im Land, so soll es sein, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand einen Menschen das Leben erhält, so soll es sein, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Und unsere Gesandten kamen zu ihnen mit deutlichen Zeichen. Dennoch selbst nach diesen begehen viele von ihnen Ausschreitungen im Land. Und gleich eine Sure später, der Lohn derer, die Krieg führen gegen Allah, das sind natürlich so Leute wie ich, Aktivisten halt, die halt eine gewisse andere Ideologie, die nicht islamkonform ist, vertreten. Jedenfalls der Lohn derer, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und Unordnung im Lande zu erregen trachten. Also laut derer Sicht Unordnung, nach meiner Sicht Ordnung, aber egal, wäre der, dass sie getötet oder gekreuzigt werden sollten oder dass ihnen Hände und Füße abgeschlagen werden sollten für den Ungehorsam oder dass sie aus dem Land vertrieben würden. Na, immerhin, das vor allem entweder kreuzigen oder Arme, Beine ab oder vertrieben werden. Ich finde Junge, Junge. So, das würde eine Schmach für sie sein, in der Welt im Jenseits für ihnen schwere Strafe. Ach Gott, ey. Tja, also zwei Regel-Ausnahmeverhältnisse. Das Gute richtet sich nur an die Kinder Israels, also von wegen. Im Koran wird offen dazu aufgerufen, dass man Frauen, die sich den Männern widersetzen, schlagen, dass man die schlagen soll, etc. Es wird davon geredet, dass man Ungläubige töten soll, ganz klare Geschichte. Und es wird auch ganz klar drinne gesagt, dass man es nicht verfälschen soll. Es ist das unverfälschte Wort eines allmächtigen, allwissenden Gottes. Also Leute, es ist durch.